Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Repaint-Tutorial. Heute geht es um den Mercedes-Benz Citaro 2 aus dem Hamburger Buspaket. Und da wollen wir uns heute ja mal das Erlkönig Repaint selber erstellen. Also hier habe ich mal einen Haufen Beispielbilder. Also man findet echt viele Bilder von Erlkönigen, das was eigentlich ja genau eben nicht sein soll. Ja, ich denke mal, hier kann man ihn schon ganz gut erkennen, aber ich habe hier halt einfach mal, die sind alle von modellbus.info. Also ist eine ganze Menge, okay, das ist jetzt kein C2. Ist egal. Ja, also so, dass man ungefähr sieht, wie wird das gemacht. So, und wo machen wir das? Das machen wir in normalerweise C, ich habe jetzt OMSI auf D, also Programme, Steam Apps, Common, OMSI 2, Vehicles. Und hier wird es interessant, HH-Stadtbus 2017, Textur, und dann haben wir hier die verschiedenen Werbung 17, 45 und 77, ich weiß nicht genau, was das heißt. 17, 45, keine Ahnung, aber 17 ist der kleinste und 17 scheint hier der Dreitürer zu sein. So. Dann gehen wir hier auf Templates und dann haben wir hier schon das vom ja, Repaint, also vom OMSI SDK. Die ganzen Dateien. Dann nehmen wir uns jetzt hier einfach mal so. Ja, das sieht gut aus. Das kopieren wir einfach mal. Die MA und nennen die jetzt Erlkönig. Darauf können wir eigentlich schon direkt losrepainten. Hier haben wir so die groben Umrisse. Was alles in den im Bus nachher sein wird. Also die Metallflächen, ne? Hier die blanken Flächen hier unten. Wir nehmen Rot als Grundfarbe, würde ich sagen. Das gefällt mir ziemlich gut. Mache ich hier die Hintergrundebene wieder auf Multiplizieren. Ne? Also die Ebene dahinter schieben, oben auf Multiplizieren. Ist jetzt hier ein bisschen unnötig, aber wir machen es mal trotzdem. Dann gehe ich hier Formen und den Filmmodus verändern. Da können wir jetzt eigentlich direkt einmal das wieder rückgängig machen, weil wir natürlich auf der Ebene 2, die können wir auch gleich mal Lack nennen. Ziehen wir das einmal hier hinten durch. Sauber. Dann gehen wir jetzt auf die nächste Ebene und die nennen wir Folie. Und da wird es spannend. Da müssen wir dann nochmal ins Internet gucken. Und ich habe so ein bisschen nach Erlkönig Muster gegoogelt. So, und das ist ein bisschen klein. Das ist auch ein bisschen klein. Das hier sieht schon ganz gut aus. Das können wir hier mal aufmachen. Jetzt lässt mich Google. Oh, Google lässt mich das Bild sogar kopieren. Mal gucken. Ja, ein bisschen groß. So, und da müssen wir. Ich schiebe das jetzt erstmal da vorne hin. Wie sieht das jetzt aus? Also, die haben praktisch hier so ein bisschen freigelassen. Und dann die komplette Klappe, wo der Radkasten ist. Wir fangen einfach von hier oben an. Es geht ja auch wieder nur ums Prinzip. Ups. Nur ums Prinzip, wie man das macht. Also einmal hier. Und das halte ich jetzt. Also ich habe es jetzt einmal kopiert, einfügen und dann mit Shift gedrückt halten. Hier von rechts ziehen. Dann wird es einmal kleiner, aber behält die Größe bei. Und jetzt wieder so aufziehen. Ich würde sagen, das ist bei dem Muster hier genau die richtige Vorgehensweise. Habe zwar hier so eine Kante drin, aber das ist ja genau so, wie das eigentlich sein soll. So ein bisschen. Ja, dann können wir eigentlich diesen Bereich hier großflächig kopieren. Brauche ich mir gar keine Mühe geben. Mit Ausschneiden. Den können wir hier einfügen. Einfach so. Gucken, dass hier oben nichts überst, also nichts Rotes mehr durchguckt. So bis dahin. Ich würde sagen, das reicht. Hier müssen wir gucken, dass wir diesen Bereich. Tja, wie ist das hier gemacht? Ach so, der ist komplett gerade abgeklebt. Hier ist nochmal so eine schwarze Kante. Das ist natürlich gut. Das können wir machen. Also hier ist es so runtergezogen bis zum Tür. Na gut, das sieht man jetzt schlecht. Ja, bis zur Mitte von diesem. So bis dahin vielleicht. So. So, und der Rest ist einfach eine gerade schwarze Kante. Die ziehen wir nachher zum Schluss rein. Und hier schieben wir es auch einfach mittig drauf. Ich würde sagen, da braucht man gar nicht so genau gucken. So.
Dann haben wir hier noch die Dachkante, ist die hier auch? Ja, die können wir auch einfach, hier können wir auch einfach so ein Stück von dem Muster nehmen, beziehungsweise wir können das sogar noch ein bisschen kleiner schieben. Machen wir es einfach bis dahin. Puh. Und hier auf der anderen Seite, zack, auch wieder eingefügt, hingeschoben. Mit Shift gedrückt halten, damit es die Form ein bisschen beibehält. Ja, ich würde sagen, das ist ganz gut so. Dann haben wir hier die Front eigentlich abgebacken. Ja, das hier ist alles. Ah, natürlich, die gesamte Front hier noch. Da würde ich fast sagen, könnten wir uns noch eine andere Folie kopieren. Wie groß ist denn das? Hier unten sieht man 200 mal 100. Also 200. Was ist 200 mal 1000? Das ist eine ganze Menge. Ja. Also 300 mal 1000. Gucken, ob wir sowas finden. Die ist 300 mal 800. Ah. Nee. Die ist auch nicht schön. Das ist natürlich doof. Auch. Na, wir nehmen die hier jetzt trotzdem einfach mal. Kopieren. Einfügen. Und das hier oben, das lassen wir mal da weg. Ah, ich würde sagen, das geht so. So dass wir es möglichst klein haben trotzdem. Ja. Doch, das geht so. Hier unten, das schneide ich noch raus. Weiß ich nicht, was ist das für ein Teil? Könnte es Dach sein oder so. Dann haben wir jetzt eigentlich fast nur noch das Heck. Das hier lasse ich mal auf. Also Heck, hier hatten wir die Frontansicht. Ja, die Radkästen und hier oben diese Ecke. Und natürlich die gesamte Front. Ja. Dann haben wir das Heck. Das ist natürlich jetzt komplett beschmattert. Hier, das auf den Lichtern, das müsste man natürlich extra machen. Das machen wir jetzt einfach mal nicht. Ich kopiere mir einfach das hier. Dann mache ich das hier für ein bisschen kleiner. Dann fangen wir hier oben an. Eigentlich können wir das auch drehen. Mit Shift gedrückt halten und dann drehen. Dann hat es so ein Snap-Funktion. Das kopiere ich auch gleich auf die andere Seite. Das ist natürlich ungünstig, wenn wir jetzt mal das hier ausblenden. Ein bisschen genau arbeiten hier. So, das kopieren, dann machen wir das hier mal wieder sichtbar. Ups. Natürlich auf der Folienebene einfügen. Na, nun komm her. Hier kann man auch wunderbar mit den Pfeiltasten arbeiten. Gar kein Problem. So, hier ist jetzt natürlich eine rote Kante, das ist nicht so schön. Also das Muster ist ja sowieso darauf ausgelegt, möglichst durcheinander auszusehen. Von daher braucht man sich eigentlich auch gar nicht wirklich großartig Mühe geben beim Ansetzen dieser Teile. Machen wir mal lieber bis dahin. Das soll ja, ist ja dafür gemacht, damit man das Fahrzeug nicht erkennt. So, das hier, das ziehe ich jetzt einfach ein bisschen größer. Beziehungsweise, nee, doch so. Ich muss einfach strecken.
So. Hier unten stückel ich das mal so ran. Schön durcheinander. Huch. Das machen wir mal hier auf eine Kante. Und hier machen wir es wieder bis ganz hoch. So. Ich würde sagen, das sieht doch ganz gut aus. Also ich finde, das hier sieht besser aus als die Front und deshalb kopiere ich mir jetzt einfach diesen Bereich hier und füge den hier in der Front ein. Ist, glaube ich, tausendmal besser als das, was wir bis eben da hatten. Machen wir einfach so. Gut, dann haben wir das jetzt auch. Das, das, das. Hier könnten wir jetzt am Heck. Wie weit ist das da rumgezogen? Nö. Aber wir müssen hier noch so eine schwarze Kante machen, damit diese Hügel hier nicht zu sehen sind über den Radkästen. Und damit es nicht aussieht, als hätten wir einfach nur schwarz genommen, nehmen wir natürlich nicht ganz schwarz, sondern wir machen hier ein ganz klein wenig heller das Ganze, so auf 15. Ja, 15 muss gut reichen. Machen, können wir ruhig auf der Lackebene machen. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ach, richtig. Einmal die Auswahl aufheben. Und wir machen es doch auf der Folienebene, ist besser. So, 15 ist mir schon zu hell. Gehen wir also auf 10. 10 sieht gut aus. Einfach hier so. Hier war ja ein bisschen Abstand, ne? Können wir nochmal gucken. Auf dem Bild sah man das besser. Ja, hier ist so ein bisschen. Könnte ruhig noch ein bisschen breiter fast. Ach, das ist gut so. So, und dann einfach bis vorne durch. Und hier war bei dem jetzt nochmal so eine Kante direkt. Also die setzen wir einfach so da rein. Und dann ist hier auf der anderen Seite einfach genau das gleiche. Bis vorne hin. Jo, ich würde sagen, das sollte fast reichen. Jetzt können wir das einmal abspeichern. Sind natürlich hier in dem Verzeichnis noch. Können das ruhig als PDN speichern. Gar kein Problem. Aber jetzt nochmal speichern unter, also bei PDN werden die Ebenen beibehalten, aber wenn wir jetzt speichern unter machen, müssen wir im Endeffekt wieder eine BMP machen. Und da fragt er uns jetzt, wollen wir ersetzen? Ja, wollen wir. Und zusammenfassen, jetzt sind die Ebenen wieder zusammen. Jetzt können wir das eigentlich schließen. Jetzt brauchen wir das Repaint-Tool. Sagen wir auf Convert. So, und dann haben wir hier wieder in unseren Werbung-Ordner rein navigiert, wo wir vorhin die, na, den wir hier unten aufhaben. Diesen hier praktisch. Werbung. Und dann kommt ja hier noch Templates. Aber wir brauchen jetzt erstmal ja, die RPC-Datei. Und da gibt es hier einen Unterschied, ob wir Pop oder Standard haben wollen. Und das sieht man eigentlich nur an der Mask-Datei hier. Die Pop-Werbung sozusagen läuft über den gesamten Bus, also auch über die Fenster und so. Aber wir haben jetzt gerade gar keine Werbung über die Fenster. Also reicht uns eigentlich Standard und Standard ist diese hier, mit der wir eben auch gearbeitet haben. Also die reicht uns aus. Ja, und dann werden wir hier nach der BMP-Datei gefragt und die haben wir hier gemacht. Jetzt wollen wir das Ganze konvertieren. Ja, wollen wir. Jetzt dauert das einen kleinen Moment, weil die ziemlich hoch aufgelöst ist. Und dann ist sie hier erstellt worden, rkönig.dds. Die müssen jetzt aber einen Ordner zurückkopieren. Hier rein. Und theoretisch gehören die hier auch alle gar nicht hin. Also die müssten wir hier eigentlich mal rausnehmen. Ich lasse die jetzt aber erstmal hier drin. Theoretisch könnt ihr euch hier lieber einen Arbeitsordner erstellen oder so. Ich habe immer gerne für einen Repaint einen Ordner. Es macht sich ganz gut, macht die Sache ein bisschen übersichtlicher. So, jetzt haben wir das. Jetzt brauchen wir aber noch die LOW. Und die ist jetzt wie groß? 1024 mal 1024.
Also nehmen wir jetzt einfach mal hier die BMP und drücken Steuerung R und jetzt machen wir einfach 1000, halt nochmal hier oben den Haken reinsetzen. 1024. Speichern die nochmal ab. Zack. Schließen. Gehen nochmal ins Repaint Tool. Jetzt machen wir das hier gleich LOW. Was das bedeutet, kommen wir gleich dazu. Gehen hier nochmal auf Standard und hier auf Erlkönig LOW, wollen wir das konvertieren. Das sollte auch deutlich schneller gehen, da haben wir es schon. Jetzt können wir das Repaint Tool schließen. Kopieren hier LOW und fügen das hier mit ein. So, dann gehen wir in die 17.cti. Nee, wir kopieren uns die lieber. Umbenennen. Erlkönig. Und können hier erstmal alles rauslöschen, bis auf diesen einen kompletten Eintrag. Also die werden hier immer mit diesen Hashtags getrennt. Zack, einmal auslöschen. Und jetzt haben wir hier Erlkönig. Und das kopieren wir hier rein und hier rein. Dann haben wir einmal normal und einmal LOW. Und alles andere nehmen wir es mal raus. Ja, das nehmen wir mal raus. Das hier lassen wir einfach mal drin. Ja, wie heißen unsere DDS jetzt? Wieso sind die hier TGA? New C217 HAA TGA. Ach, die hätte man so bearbeiten müssen. Ja gut, jetzt haben wir es über das Repaint Tool gemacht. Nehmen wir also DDS. Ist ja nicht weiter wild. Und die heißt jetzt Erlkönig.DDS. Wenn das bei euch nicht klappen sollte, den Erlkönig mit OE schreiben. Oder ihr denkt euch einen anderen Namen aus. Vorführer oder sowas. Erlkönig unterstrich LOW. Punkt DDS. Erlkönig LOW DDS. Gut, Erlkönig DDS haben wir. So, die heißen beide Erlkönig. Alles klar. Gucken wir uns mal ein OMSI an. Das OMSI startet jetzt dank M2 SSD, beziehungsweise nein, M2 nicht, aber OMSI startet dank der SSD deutlich schneller. Also ich hatte OMSI jetzt eine ganze Weile auf der HDD installiert und da wartet man ja eine halbe Ewigkeit. Aber ihr seht jetzt hier ungeschnitten, ungekürzt, so schnell startet OMSI. Also das ist schon, denke ich mal, ganz akzeptabel. So lange brauchen. Was weiß ich, Dirt Rally oder so auch. Von der HDD natürlich. Dirt Rally startet. Von der SSD, es war schon lange fertig, habe ich gerade gesehen. Ja, nehmen wir einfach so. Dirt Rally startet von der SSD ein bisschen schneller. Und auch Karte laden und so weiter. Also wir sehen hier, das geht sehr flink. Da kann ich also nur jedem empfehlen, wenn die SSDs sind ja gerade nicht so teuer. Also ich habe jetzt Windows auf einer M2, die habe ich mir neu zugelegt und OMSI auf der SSD. Ja, und da haben wir hier unseren Erlkönig. Ist ja eigentlich so ziemlich so geworden, wie ich mir das vorgestellt hatte. Hier vorne klebt jetzt natürlich noch die Hochbahn drauf, das hätte man noch weglassen können. Also irgendwie Decals 0 oder sowas. Auch die Ecke, die ist hier sowieso nicht so groß, na gut. Aber die ist ganz gut abgetarnt. Ja, hier der schwarze Streifen, also Hochbahn dürfte natürlich jetzt nicht dran stehen, das ist klar. Also. Aber hier, das sieht doch ganz annehmbar. Auch das hier hinten, das finde ich, das sieht super geil aus. Warum auch immer das Hochbahn da so blöd steht. Egal. Ja. Ich würde sagen, das ist doch ziemlich gelungen. Das Rot hätte nicht ganz so kräftig sein müssen. Ist egal. Ja. Jetzt wisst ihr, wie das funktioniert. Jetzt wollte ich noch auf eine Sache eingehen, und zwar die LOW-Dateien. Was hat es damit auf sich? Und dazu müssen wir ein bisschen weiter weggehen vom Bus. Und zwar genau jetzt, nee, noch nicht, jetzt sehen wir hier den Umsprung zwischen dem richtigen Modell und diesem, ja, ich nenne es mal, ja, vereinfachtes Mesh-Spielzeugmodell, wie auch immer. Und was damit
Ja, da wird es an dieser Stelle, wo das in dieses Mesh umspringt, wird sozusagen auch auf die verringerte Textur gewechselt. Das heißt also, sobald wir dichter dran sind, jetzt wird die volle Auflösung der Textur verwendet, berechnet. Und wenn wir ein Stück weiter weg sind, wird halt nur noch dieses, diese verringerte Auflösung sozusagen verwendet. Das macht es für OMSI etwas leichter, wenn viele Busse da sind. Das wird also von OMSI entschieden, wann welches Modell verwendet wird. Ob dieses volle Modell oder eben, wenn man ein bisschen weiter weg ist, dann dieses vereinfachte Modell und dort eben auch diese vereinfachte Textur. Jetzt wisst ihr auch, was es mit dem LOW auf sich hat. Viel Spaß beim selber Repainten, viel Spaß beim weiter OMSI fahren. Ja, und wir hören uns im nächsten Tutorial wieder. Tschüss!